Retten, löschen, bergen, schützen. Das kannst du auch bei den Feuerwehren des Erzgebirges. Anderen zu helfen ist deine Motivation? Dann komm ins Ehrenamt, in den aktiven Dienst bei der Freiwilligen Feuerwehr. Wir garantieren dir Ausbildung, Kameradschaft, Tradition und Action. Klingt gut? Melde dich jetzt bei deiner Feuerwehr im Ort. Wunderbar, dass Sie auf den Beginn dieser ErzTV-Kompaktsendung warten. Und das sind die Themen an diesem Dienstag. Wunderbare Figuren gefertigt bei Symposium auf Dorfplatz. Wunderbare Anlage geöffnet bei Denkmaltag am Pöhlbach. Und wunderbares Instrument gespielt bei Konzert am Diakonissenhaus. Glück auf zum Nachrichtenprogramm. Auweia. Schön, wenn man Geburtstag hat, aber blöd, wenn die Feier dazu so endet wie in Aue am vergangenen Wochenende. Kurz vor Mitternacht musste am Samstag die Polizei einschreiten. Es war einfach zu laut. Okay, kann ja mal vorkommen. Nach 2 Stunden waren die Beamten aber wieder da und mussten diesmal schlichten. Denn die Feierlaune wurde durch 2 ungebetene Gäste gestört. Es kam zu Rangeleien und Provokationen. Die Polizei meldete 2 Verletzte. Das Ende der Feier: 45 Platzverweise, Anzeigen wegen Körperverletzungen, Sachbeschädigung und Lärm. Na dann, alles Gute. Und jetzt die Nachrichten im Überblick. Bernsbach hat neben der Kirche einen Dorfplatz. Da, wo bis vor 15 Jahren ein als Schule erbautes Gebäude stand, plätschert heute ein Brunnen. Vom Platz gut sichtbar wird an bekannte Bernsbacher erinnert. Die Tafeln stehen für Hermann Theodor Richter, Kurt Herbert Richter, August Emil Ficker und Christian Friedrich Hecker. Doch am Donnerstag, dem 5. September, gilt die Aufmerksamkeit der anwesenden 4 mächtigen Eichenstämmen. Binnen 2 Tage sollen daraus weitere Großfiguren für den neuen Bärenrundweg einen Wanderweg werden. Zuständig dafür sind in erster Linie 4 Holzgestalter und Mitglieder der Künstlergruppe Exponat aus der Region. Kurz nach 13 Uhr machen sich Jesko Lange, Friedhelm Schelter, Hartmut Rademann und Robby Schubert an die Arbeit. Schnell fliegen die ersten Späne und bilden am Boden einen Berg. Doch was die 4 Künstler aus dem Holz herausholen wollen, war dann nur als Modell oder als Skizze erkennbar. Anders sieht es 2 Tage später aus. Am frühen Samstagnachmittag sind die Figuren fertig zur Übergabe. Darüber begeistert ist auch der Bürgermeister von Lauterbernsbach, Thomas Kunzmann. Kunzmann ist in Sachen Holzgestaltung selbst ein Mann vom Fach. Jesko Lange, der mit dem Bürgermeister mal die Schulbank drückte, hat mit einem Spankruppmacher traditionelles Handwerk in den Blick gerückt. Hartmut Rademann liefert eine Figur zum Thema Schwefelfadenzieher. Robby Schubert hat die Sage vom steinernen Herz im Holz verkörpert. Und über den Bären von Friedhelm Schelter muss man in Bernsbach wohl kaum ein Wort verlieren, hat es der Pelzträger doch sogar ins Ortswappen geschafft. Nicht zuletzt gibt der Bär dem Rundweg auch den Namen. Zur Fertigstellung sind mehrere Interessenten gekommen, die sich ausschließlich positiv über die Meisterleistungen der 4 Künstler äußern. Gern nutzen die Gäste die Gelegenheit, mit den Holzgestaltern ins Gespräch zu kommen. Das Projekt in Lauterbernsbach schließt an eines im Jahr 2018 an. Im vergangenen Jahr waren nach einem Holzbildhauersymposium auf dem Lauterer Marktplatz schon die ersten 4 Figuren zu bewundern. Für die Teilnehmer sind solche Symposien eine Möglichkeit, sich unter Gleichgesinnten auszutauschen, dass weiterhin solche Ergebnisse herauskommen wie in Bernsbach. Auf dem Gelände der gemeinsamen Mitte Bärenstein-Weiperti gibt es mit dem Hotspot EasyWerz einen kostenlosen Internetzugang. Eingerichtet wurde der von der Gemeinde Bärenstein in Kooperation mit dem Erzgebirgskreis und dem Freistaat Sachsen. Das öffentliche WLAN ist vor allem für Touristen, aber auch für Einwohner gedacht, die sich auf mobilen Geräten wie Smartphones oder Tablet-PCs zum Beispiel über Sehenswürdigkeiten oder Veranstaltungsangebote in der Region informieren wollen. Der kostenfreie Zugang ist für eine halbe Stunde möglich, danach erfolgt eine automatische Abmeldung. Bei Bedarf ist ein kostenfreies Einwählen jedoch direkt wieder möglich.
Zum diesjährigen Tag der Sachsen in Riesa wurde der Staffelstab an den Oberbürgermeister der Stadt Aue Bad Schlema übergeben. Heinrich Kohl gab ihn dann an Mitglieder des Radsportvereins Aue weiter, die das Symbol am Montag ins Erzgebirge brachten. Die Stadt Aue Bad Schlema erwartet als Ausrichter des Tages der Sachsen im Jahr 2020 vom 4. bis 6. September ca. 250.000 Besucher. Eine Vielzahl von herausgerissenen Leitpfosten stellten Polizeibeamte am Sonntag auf einer Streifenfahrt zwischen Lugau und Erlbach-Kirchberg fest. Unbekannte hatten auf einer Länge von etwa 2 Kilometern 63 Leitpfosten auf das angrenzende Feld geworfen. Die Tat ereignete sich offenbar in der Nacht zum Sonntag. Zeugen, welche Angaben zu den Tätern oder zur Eingrenzung der Tatzeit machen können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Stolberg unter der Rufnummer 03-7296-900 zu melden. Seit dieser Spielzeit gilt die Eintrittskarte der Theater Chemnitz als Ticket im Bereich des Verkehrsverbundes Mittelsachsen. Dadurch hat sich an manchen Theaterabenden in Chemnitz das Fahrgastaufkommen in der Stadt vervierfacht. Dazu sagt der VMS-Geschäftsführer Dr. Harald Neuhaus, sollte es notwendig werden, prüfen wir Fahrplananpassungen oder Sonderfahrten. In der Regel gilt das Kombiticket von 4 Stunden vor bis 6 Stunden nach Aufführung. Die letzte Bahn ab Zentralhaltestelle nach Stolberg fährt täglich 23.45 Uhr. Und noch eine Fahrgastinformation des VMS hinterher. Die Drahtseilbahn Augustusburg macht eine längere Betriebspause. Die alte Dame bekommt in ihrem 109. Lebensjahr eine Generalsanierung. Die Stationen sowie die Wagen bekommen eine komplett neue Bahnsteuerung. Lack, Fenster, Sitze, Heizung werden neu. Arbeiter tauschen 150 Schwellen aus. Komplett saniert wird auch das Fahrgestell, damit die Drahtseilbahn weiterhin zuverlässig Augustusburg-Besucher befördern kann. Außerdem bekommt die Drahtseilbahn eine moderne Fahrgast-Infoanlage. Der Betrieb ruht bis 20. März 2020. Die Drahtseilbahn Augustusburg zählt normalerweise jährlich etwa 100.000 Fahrgäste. Im Erzgebirge ist manches Juwel zu finden. Ein solches ist das Meißener Porzellanglockenspiel des Diakonissenhauses Zion in Aue. Wir sehen und hören das Kleinod bei einem Konzert, das zu Beginn des Monats anlässlich 100 Jahre Diakonissenhaus Zion in Aue im Hof der Einrichtung zu verfolgen war. Neben dem reinen Glockenspiel erklangen auch Musikstücke im Zusammenspiel mit dem Posaunenchor Alberoda. Gut sichtbar und daher gut nachzählbar leuchten die 17 weißen Glocken des Meißener Porzellanglockenspiels. In der Kreuzgestalt der ausgebreiteten Arme Jesu Christi laden sie ein, stille zu stehen und ihrem hellen Klang zu lauschen. Hinter sonst verschlossene Türen blicken, verborgene Orte aufsuchen und einen Tag lang auf den Spuren unserer Geschichte sein. Beim Tag des offenen Denkmals entdeckt Deutschland Handwerker- und Kaufmannshäuser, Schlösser, Industrieanlagen, Schiffe oder archäologische Stätten. Mehrere Millionen Besucher zählten die Veranstalter trotz Regens am Sonntag an den rund 8.000 teilnehmenden Denkmalen. Das meldete die Deutsche Stiftung Denkmalschutz DSD, die den jährlichen Aktionstag seit 1993 bundesweit koordiniert. In rund 2500 Städten deutschlandweit besichtigten die Besucher Denkmale, ließen sich Baumaßnahmen erklären und schauten Handwerkern über die Schultern. Die DSD hofft, dass durch den Tag wieder viele Menschen zur aktiven Mithilfe im Ehrenamt oder als Spender bei der Bewahrung von Denkmalen gewonnen werden konnten. Im Erzgebirge war unter anderem die Brettmühle in Königswalde zu erleben, was mein Kollege Gerald Nözel gern für uns und Sie getan hat. Die Wasserkraftanlage Brettmühle am Pöhlbach in Königswalde war eines von zahlreichen Objekten, die im Erzgebirgskreis am Tag des offenen Denkmals in Augenschein genommen werden konnten.
Bereits im 26. Jahr war bei dieser bundesweiten Veranstaltung am zweiten Sonntag im September Geschichte zum Anfassen zu erleben. In diesem Jahr lautete das Motto: Moderne Umbrüche in Kunst und Architektur. Was prädestiniert eigentlich die Wasserkraftanlage Annaberg für die Teilnahme am Tag des offenen Denkmals? Wir fragen beim Betreiber, den Stadtwerken Annaberg-Buchholz, nach. Die Stadtwerke präsentieren oder betreiben ja das Denkmal, unterhalten das Denkmal, um das der Öffentlichkeit noch zugänglich zu machen. Und aus dem Grund sind wir praktisch hier, um den Interessierten dort das darzustellen und noch in einer gewissen Art und Weise nahezukommen. Die Pumpanlage ist heute im Originalzustand erhalten. Sie versorgte über Jahrzehnte die Einwohner der Stadt Annaberg mit frischem Trinkwasser. Dafür sorgten auch der gewaltige Treibriemen und die Transmission, die die hölzernen Zahnräder stets am Laufen hielten. Also wir sehen hier im linken Bereich die Pumpanlage aus dem Jahr 1886. Hier wurde für die Wasserversorgung der Stadt Annaberg wurde die errichtet und hat Wasser über das Gefälle Richtung Kühberg nach oben gepumpt auf den Berg und hat es dann übers freie Gefälle Richtung Annaberg ist dann gelaufen. Wie gesagt, diente zur Wasserversorgung. Im Jahr 1904, aufgrund vom Bevölkerungswachstum, wurde das Wasser langsam knapp. Hat dann dazu noch die zweite Anlage im rechten Bereich noch mit errichtet. Im Bereich sehen wir noch eine alte Dampfmaschine. Die wurde dann noch mit in der wasserarmen Zeit mit betrieben, damit die Wasserversorgung sichergestellt werden kann, sowie das Dieselaggregat im hinteren Bereich. Im Laufe der Zeit ging man auch hier in Brettmühle mit der Zeit und setzte neben Transmission auf Dampflokomobile und Diesel, um die Wasserversorgung einer stets wachsenden Bevölkerung in Annaberg sicherzustellen. Heute speisen die Stadtwerke Annaberg-Buchholz an gleicher Stelle emissionsfreien Strom ins Netz ein. Unsere Freizeittipps. Der Zauber des zweiten internationalen Märchenfilmfestivals Fabulix weht weiter durch Annaberg-Buchholz. Die größten Filmschmieden Europas, die Prager Barrandov-Studios und die Filmstudios Babelsberg, präsentieren noch bis zum 18. September Kostüme und Requisiten von bekannten und neuen Märchenfilmen. Während in der Manufaktur der Träume der große Sonderausstellungsraum dieser Schau gewidmet ist, präsentiert das Erzgebirgsmuseum die Objekte in Form einer Ausstellung in der Ausstellung. Ergänzend zu diesen Ausstellungen können Besucher im Musikzimmer des Kulturzentrums Erzhammer die Schau »Wer war Ota Hoffmann?« besichtigen. 8 Bildtafeln geben Einblick in das Leben und Werk eines bekannten tschechischen Ausnahmetalents. Hoffmann war in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts einer der bekanntesten tschechischen Schriftsteller der Kinder- und Jugendliteratur. Außerdem arbeitete er ab 1982 für die Filmstudios Barrandov. Legendär sind seine Filme Pantau und Luzi, der Schrecken der Straße. Die diesjährige Sommerausstellung der Sammlung Erzgebirgische Landschaftskunst auf Schloss Schlettau ist noch bis 27. Oktober für Kunst- und Heimatfreunde geöffnet. Gezeigt werden Erzgebirgslandschaften des heute weitgehend unbekannten Künstlers Georg Höhlich. Georg Höhlich schuf zahlreiche Gemälde vom Erzgebirge in einem kultivierten, spätimpressionistischen Stil. Der in Leipzig geborene Maler bereiste 1913 erstmals das Erzgebirge und kehrte oft in diese Region zurück. Ein beliebter Aufenthaltsort war Waschleite. Ab 1940 bis zu seinem Tod lebte Höhlich in Erlach-Krandorf. Die Mitglieder des Vereins Sächsischer Eisenbahnfreunde laden am 21. September zu einer Exkursion ins Eisenbahnmuseum der Tschechischen Bahn nach Lužná u Rakovníka ein.
Auf der Reise von Schwarzenberg über Johann Georgenstadt, Neideck, Karlo Vivari, Satek nach Lushna u Rakovnica wird auf einer Höhe von 915 Metern bei Pernik der Erzgebirgskamm überquert. Ab Karlo Vivari folgt die Strecke der Eger, um dann in Komotow in Richtung Prag abzubiegen. Vorbei an der Braunkohletagebaulandschaft und durch das Saarzer Hopfenanbaugebiet wird Lushna u Rakovnica erreicht. Im Museum angekommen, erkunden die Fahrgäste die Welt der Eisenbahn auf dem Gebiet der heutigen Tschechischen Republik. Das bekannte Museum blickt in diesem Jahr auf sein 20-jähriges Bestehen zurück. Es beherbergt die zweitgrößte Sammlung von Schienenfahrzeugen in der Tschechischen Republik, vermittelt die Geschichte der Eisenbahn im Nachbarland und gibt zusätzlich lebendige Einblicke in die gegenwärtige Dampflok-Instandhaltung. Weitere Informationen unter vse-eisenbahnmuseum-schwarzenberg.de. Und wenn wir schon bei der Bahn sind, in der kommenden Woche soll weltweit erstmals ein fahrerloser Zug durchs Erzgebirge rollen. Auf der Teststrecke zwischen Annaberg-Buchholz und Schwarzenberg wird getestet, was im sogenannten Smart Rail Connectivity Campus bislang erarbeitet wurde. Mit dem neuen Mobilfunkstandard 5G wird das nun möglich, denn bei diesem Standard ist die Latenzzeit, also die Reaktionszeit, äußerst gering und ermöglicht so das Fernsteuern und führerlose Fahren. Eine Testanlage wurde dazu an der Bahnstrecke errichtet. Wir sind gespannt auf das Ergebnis und natürlich auch auf das, was uns morgen hier bei RTV Kompakt erwartet. Schauen Sie schon mal auf rtv.de und bei Facebook vorbei. Dort finden Sie auch zahlreiche Inhalte von uns. Ansonsten bis morgen oder bis gleich in der Auslese nach Werbung und Tagesbildern. Glück auf! Einfach Gold wert, mein Silberstrom. Samstag, 14. September, 9 Uhr ist es wieder soweit. Das 13. Silberstrom-Drachenbootrennen startet am Strand Bad Vilsteich in Schneeberg. Das spannende und lustige Spektakel zum Saisonausklang mit bis zu 608 Drachenboot-Rennkanuten. Natürlich freier Eintritt mit Ihrer Silberstrom-Card. Infos auch unter silberstrom.de. Silberstrom ist mir Gold wert. Landesgartenschau Frankenberg. Bis 6. Oktober erlebnisreiche Tage, zahlreiche Themengärten, wechselnde Blumenhallenschauen, Spiel und Spaß, Live-Musik und Aktionen für Kids. Natürlich mittendrin.